Okay, da sind wir wieder Head in Time. Wir sind bei den letzten 5% angekommen. Wir sind mit der alpinen Bergkette fertig. Das heißt, wir sind fast mit allem, was wir angefangen haben, fertig. Was noch fehlt, ist das ein oder andere letzte Kapitel in Mafia Town. Wer hätte das gedacht? Aber erstmal, ich hatte es jetzt seit Ewigkeiten angekündigt und ständig vergessen. Wir haben das ein oder andere Riss-Token. 5 Stück. Wir können leider nur einmal drehen, aber jetzt sind wir schon mal hier. Deswegen machen wir das jetzt auch. Auf jeden Fall. So, jetzt aber bitte was Vernünftiges hier. Ein Remix? Nein. Na gut. Ein Remix für Mafia, für den Mafia-Boss. Das orchestrale Remix-Stück, okay. Na gut. Ich bin zwar der Meinung, den werden wir uns nie wieder angucken, aber okay. Warum eigentlich nicht? So, Mafia Town war hier oben. Ewigkeit nicht mehr da gewesen. Wir erinnern uns, für beim Rennen schummeln hat uns ein Item gefehlt. Ich gehe stark davon aus, dass das der Zeitlupenhut war. Denn jetzt dürfen wir einfach rein. Okay. Da hat der Ladebildschirm nicht zu wenig versprochen. Wir matchen uns gegen einen Mafiosi mit einer Rakete. Okay, die Mucke ist vor allem geil dran. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Die Rennstrecke ist vorgegeben. Ich teste es einfach mal so an. Haha! Rockets are fast. And if Mafia on Rocket, Mafia is fast. Fastest man alive! Was mich jetzt natürlich wundert, warum sollte uns denn hier unser Sprinthut nichts bringen, den wir definitiv schon vorher hatten? Little child want to race fastest man alive? Mafia stole timepiece from HQ. If you win, Mafia give it to you. Bist du ein Feigling? By loser. Okay, ich nehme an, das bist du ein Feigling heißt so viel wie wir schlagen ein. It is on! Mafia not sure Mafia survive this, but at least Mafia die as fastest man alive. Das ist definitiv, womit man nachher auf einer Disco angeben kann. Oh. Okay, wer zuerst ist, darf als erstes am Zeitbeast dran rumkrabbeln. Ist der vor mir gestartet, die Sau, und ist hier ein Schild im Weg gewesen gerade und ist hier eine Palme im Weg gewesen? Alter! Der ist ja mal abartig schnell. Hier komme ich nicht durch. Aber es ist ja schon ein bisschen fies, was der macht. Alter, wie weit er einfach mal voraus ist. Und hier muss ich definitiv nicht lang. Und er ist da. Okay. Ja, diesen Akt bitte wiederholen. Okay, so viel zum einfach mal reingesprungen. Jetzt gucke ich mir die Strecke erstmal an. Hallo Spatz, ein Haufen Scheiße im Weg hier. Und der ist ja mal richtig schnell. Ich bin halt ein wenig konfusiert, was die vorherige Ansage angeht, bevor wir den Zeitlupenhut hatten, dass uns ein Gegenstand fehlt. Weil so wirklich nützlich ist der Zeitlupenhut hier nicht. Ich meine, letzten Endes, hier müssen wir hin, okay. Letzten Endes, ich gehe stark davon aus, dass wir nicht die Strecke nutzen sollen, die uns hier vorgegeben ist. Sondern wohl eher hier irgendwo ringsrum dürfen. Also interessanterweise, diese Kanone ist zu, die ja mal eine abartig gute Abkürzung wäre. Und die andere hinten ist offen. Weil ich teste das mal. Wenn die andere offen ist, was ist denn, wenn ich da von der anderen Seite durchkomme? Selbst mit dem Sprinthut sind wir relativ langsam, muss ich ja sagen. So, einmal in diese Richtung. Jetzt ist er offen.
Ach nee, das ist eine andere. Hä? Gibt's hier drei Kanonen? Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, das wird wieder sowas, wo ich eine halbe Stunde rumeiere, um dann eine 5-Minuten-Folge hinzukriegen. Vor allem, der Penner, der hält sich ja nicht mal an irgendwelche Straßen oder sowas. Ich werde es mal testen, wie schnell ich mit dem Sprinthut gegen ihn bin. Also der startet nichtsdestotrotz vor mir, was ich ziemlich fies finde. Und er ist, wo der hin will. Wie schnell der ist. Wie der jetzt einfach schon da ist. Okay, ich war schneller, aber bei weitem noch nicht schnell genug. So, okay. Ich habe mir jetzt was überlegt. Es gibt hier drei Kanonen um die Insel rum. Leider ist genau die, die ich brauche, die hier auf der Strecke liegt, inaktiv. Das heißt, wir werden die anderen beiden nutzen müssen. Eine ist kurz vorm Ende der Strecke und die andere liegt überhaupt nicht auf der Strecke. Das heißt, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir gehen in genau die andere Richtung. Möglichst natürlich ohne Zeit zu vergeuden, indem wir vor und zurück springen. Und indem wir auch noch ganz viel andere Zeit benutzen. So, hier haben wir die Kanone. Ich glaube, wir schaffen es trotzdem von der Zeit her nicht. Mit dem falschen Hut auf, ich habe trotzdem den falschen Hut auf. Und da ist er auch schon. Scheiße. Und sind hoffentlich ein wenig schneller als er. Wo ist er? Oh, er ist doch schon da. Mann, ey. Das ist unglaublich, ey. Jetzt frage ich mich natürlich, wo... Er ist schon da. Scheiße. Alter. So, wo ist er? Ist der immer noch vor uns? Der ist immer noch vor uns. Das gibt's doch nicht. Alter, wie schnell der ist. Okay, angenehme 40 Minuten später habe ich jetzt die eine oder andere Vorbereitung getroffen. Also, wir nutzen nicht den Sprinthut, sondern den Zeitlupenhut und zwar mit dem Hutmacher-Anstecker, der die Abklingzeiten von Hüten verringert. So, jetzt sollte das eigentlich klappen. Wir werden trotzdem hier hinten lang eiern und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und wir werden den so oft wie möglich einsetzen. Das Gemeine ist natürlich, dass der Typ sogar verfrüht startet. So, jetzt bin ich gespannt. Wir hatten schon einen richtig beschissenen Start. Da ist er. Oh, und geschafft. Oh mein Gott. Oh, Mafia Town. Alles abgeschlossen. Oh. Also das muss ich jetzt einfach nochmal rauslassen. Das war ein richtig beschissenes Level. Ein richtig verdammt hoher Frustfaktor. Ohne Mist. Weil dir wird gesagt, du brauchst den Zeitlupenhut. Dass der aber immer noch eine viel zu lange Abklingzeit hat, ja, war so frustrierend. Mal davon abgesehen, dass du natürlich erstmal nicht darauf hingewiesen wirst, also warum auch, ne, dass du in die völlig andere Richtung gehen kannst. Ja, irgendwie hatten sie dann zwischendurch das Ganze noch genervt, sprich den Typen noch schneller gemacht, ja, weil andere das wirklich Speedrun-Taktik-mäßig da durchgerauscht sind und viel zu leicht fanden. Zwischendurch hattest du wieder in Foren und sonstigen so Leute, die dann geschrieben haben, ich habe keine Ahnung, was du da für ein Problem dabei hast. Ich bin hier rein, ohne zu wissen, was los ist und habe es beim ersten Mal geschafft, ohne spezielle Taktiken. Ja, solche Aussagen bekommst du dann in Foren. Na gut, okay. Das war eine richtig beschissene Folge, für mich jedenfalls, für mein Gemüt. Deswegen, wir sehen uns in der nächsten Folge.